Und damit herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video. Ja, in diesem schicken Paket, für diejenigen, die die Titelbeschreibung des Videos schon gelesen haben, wissen, was jetzt kommt. Hier in diesem Paket befindet sich die HP Reverb G2. Ich bin ziemlich heiß auf das Ding, da ja auch mittlerweile die ganzen Tests so in unterschiedliche Richtungen gehen, besonders was das Sichtfeld, sprich das Field of View angeht. In unterschiedliche Richtungen gehen, bin ich sehr gespannt, wie ich dieses Gerät empfinden werde. Jetzt aber erstmal wirklich zur Hauptattraktion dieses Videos. Wir packen dieses Gerät nämlich zusammen aus. Ich habe gehört, diese Unboxing-Videos sollen ganz erfolgreich sein auf Video, auf Videos, genau, auf YouTube natürlich. So. Ich muss hier gucken, dass das auch alles scharf bleibt soweit. Ich zeige euch das dann natürlich auch entsprechend in die Kamera. Ist jetzt so ein bisschen Lava-Unboxing. Ich bin immer, ja, ich bin so aufgeregt auf dieses Gerät. Es ist generell immer bei neuer Hardware, Leute. Es ist kurz vor Weihnachten, es ist der 22.12. heute. Und ich habe nicht gedacht, dass dieses Gerät wirklich noch pünktlich vor Weihnachten hier eintrifft. Weil Amazon Spanien, über das ich das bestellt habe, keine wirkliche Auskunft immer gegeben hat, wann das Gerät geliefert werden kann. Im Gegensatz zu Bestware, die da wirklich wohl ganz guten Kundensupport geliefert haben und die Leute immer auf dem Laufenden gehalten haben. Ja, jetzt ist es aber noch da. Überraschung, Überraschung. Man rechnet immer mit dem Schlimmsten und dann kann es eigentlich immer nur besser werden. Von daher, ja, wir gucken jetzt einmal rein in die hübsche Schachtel hier. Ich habe mir den Karton tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt, muss ich sagen. Aber mal gucken. Es ist ja ein Karton im Karton. Von daher, HP. Okay, alles klar. Wir haben hier eine 3-Step-Anleitung, so wie ich das hier richtig verstanden habe, wie wir das Gerät dann anschließen. Einmal natürlich das VR-Headset. Da muss dann da oben das Kabel eben reingesteckt werden. Ist ähnlich wie bei der HTC Vive Pro. Und dann verbinden wir die ganzen Kabel eben mit unserem Rechner. Und dann noch einmal eine Stromzufuhr. Brauchen wir nicht, können weg, kann weg, so. Und jetzt, ich mache das am besten immer so, dass ich den Karton einmal umkippe. Hey Leute, es ist wirklich neue Hardware, das ist jedes Jahr, wenn ich neue Hardware kriege. Es ist immer wie Weihnachten. Es ist, jetzt passt es natürlich auch super, weil wirklich Weihnachten ist. Okay. So, von daher, ja, nochmal was eingepackt. Ich habe ja schon gesehen, hier vorne war es schon recht edel drauf. Ich habe mir auch tatsächlich, Niki, tut mir leid an dieser Stelle, Gaming Lady Niki, Grüße gehen raus. Ich konnte mir dein Unboxing leider nicht angucken. Aus dem einfachen Grund, ich wollte mir, so kurz unscharf, so, jetzt soll es wieder langsam was werden. Wird es scharf, Bild werde scharf, Dankeschön. Ich konnte mir dein Unboxing-Video leider nicht angucken, weil ich wollte mir die Vorfreude nicht nehmen. Wenn ich Leuten zugucke, wie sie irgendwas auspacken, nehme ich mir immer die Vorfreude, das selber zu machen. Weißt du, und das ist, daher, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Niki, aber ich glaube nicht. So. Herrlich. Ich habe wirklich dieses Jahr extrem Pech gehabt mit Technik, muss ich sagen. Ich wollte mir eine neue Grafikkarte holen, ich wollte mir die PlayStation 5 holen, ich wollte mir einen neuen Prozessor holen und eben natürlich auch die HP Reverb G2. Und von all diesen Sachen, die ich irgendwie dieses Jahr gerne gehabt hätte, ist nur die HP dieses Jahr eingetroffen. Der Rest ist einfach nicht erhältlich. Man kriegt das Zeug einfach nicht. Es ist furchtbar dieses Jahr mit Technik. Es ist das Jahr der Paper Releases, muss man wirklich mal so sagen. Grafikkarte stört mich da noch mit am meisten. Aber die Freude steigert sich hoffentlich, wenn ich jetzt dieses hübsche Gerät hier auspacke. Gut, wir haben hier einmal einen wirklich schicken Karton. Ich feiere sowas immer übel, wenn wirklich durchdachte Schachteln bei mir ankommen. Apple ist da meiner Meinung nach der absolute Vorreiter, was das angeht. Wie man alleine schon die Verpackung designt und alleine schon das Auspacken zu einem grandiosen Erlebnis macht. Das kann Apple wirklich ausgezeichnet. Und mal gucken, ob hier HP gleich das Wasser reichen wird. Aktuell, für diejenigen, die meinen Kanal vielleicht noch nicht so lange verfolgen, beziehungsweise meine Person an sich, ich bin ja schon eine Weile im Internet unterwegs. Ja, ich habe aktuell immer mit der Valve Index gezockt, beziehungsweise entwickelt, was auch immer. Ich bin ja auch hier und da mal als VR-Entwickler tätig. Das ist dieses hübsche Gerät hier. Werden wir auch gleich einige Vergleiche wahrscheinlich sehen vom Design her. Mit dem Gerät mache ich eigentlich aktuell meine ganzen VR-Erfahrungen. Aber die HP Reverb G2 soll ja besonders von der Farbgebung her, vom Display, nochmal um einiges besser sein als die Valve Index.
Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, mir dieses hübsche Gerät hier zu bestellen. Warum Amazon Spanien? Fragt mich nicht, das Gerät gibt es über Amazon Deutschland nicht zu kaufen. Man kann das entweder über Bestware bestellen, das ist ein zertifizierter Händler, über die Seite von HP selbst oder eben über Amazon Spanien. Ist aber ganz normal hier bei mir angekommen, ihr seht es ja. Und ja, gab eigentlich diesbezüglich auch keine Komplikationen. Mein lieber Herr Gesangsverein, wenn ich das Gerät jetzt hier schon rausnehme, ich heb's hier an, ich weiß, das Headset ist hier drin, ne? Das Ding ist verdammt leicht. Also wenn ich jetzt gerade die Index hier in der Hand hatte, das fällt mir sofort auf, das Ding wiegt echt wenig. So, also man merkt hier vorne, klar ist, wo das Gewicht verteilt ist, so ein bisschen, ne? Aber holy moly, das wird sich am Kopf bestimmt bemerkbar machen. Grüße gehen natürlich auch raus an Sebastian Ang, wegen dem ich mir dieses Gerät überhaupt gekauft habe letztendlich. Ich habe lange mit mir gehadert, aber der ist natürlich Influencer des Jahres im VR-Bereich. Hast gute Arbeit geleistet, Sebastian, in diesem Sinne. Dank dir packe ich jetzt hier die HP Reverb G2 aus. So, hier ist das gute Stück. Ihr seht vom Design her, das ist vom ersten Gefühl her eigentlich recht wertig. So, ich halte es mal ein bisschen mehr an die Kamera. Hier. Das Headset ist wirklich nicht groß. Zumindest erstmal vom ersten Eindruck her. Ihr seht, wie gesagt, vom Design her sind einige Ähnlichkeiten mit der Valve Index, die ich gerade gezeigt habe. Liegt daran, dass Valve mit HP hier zusammengearbeitet hat und beispielsweise die Kopfhörer mit dazu geliefert hat. Und die sind auch wirklich phänomenal für VR geeignet. Also die da einfach mit einverbaut sind. Die sind wirklich, wirklich geil. Das Tracking funktioniert hier über diese vier Kameras. Ich hoffe, man sieht es gut. Jawohl. Hier sind zwei verbaut, vorne an der Front und hier an den Seiten nochmal welche. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das erstmal mit den normalen Controllern zu zocken und erstmal das Gerät so auszuprobieren, wie es gedacht ist. Und dann aber anschließend mich mit den Valve Index Controllern ranwagen und im Prinzip da das Tracking nochmal von den Controllern ein bisschen zu verbessern. Genau, wir haben, wie gesagt, hier das Headset, das ist alles so diese antibakterielle Beschichtung hier mit drauf. Die ist sehr, sehr angenehm, das merkt man schon bei der Valve Index. Also vom Komfort her, glaube ich, wird mich da kein Downgrade erwarten. Wir legen das hübsche Gerät hier erstmal kurz beiseite. Übrigens, alle technischen Daten zu diesem Gerät findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Möchte ich euch jetzt ungern in diesem Video mit langweilen. Was haben wir noch drin? Auf jeden Fall schon mal ganz nice, dass wir hier diesen vorgefertigten Karton gleich dazu haben, dass wir auch gleich wissen, wie das Gerät dann wieder reinkommt. Wir haben hier einmal in diesem, oh, ich finde diesen Stoff hier, in dem die verpackt sind, fühlt sich nice an, muss ich wirklich mal sagen. Die Controller, die sind, ja, ich sage jetzt mal von dem Niveau, auf dem ich mich aktuell bewege mit den Index-Controllern, wohl ein bisschen schlechter. Die fühlen sich auch tatsächlich nicht allzu wertig an, muss ich gestehen. Aber so an sich liegen sie eigentlich. Ich habe recht große Hände. Ich sage immer so, wie so Spinnenhände. Ich habe sehr, sehr lange Finger. Die liegen aber erstmal ganz gut in der Hand. Ich hoffe, da werde ich jetzt beim Zocken keine großartigen Probleme haben. Kann sein, dass ich die falsch rumhalte. Keine Ahnung. Werde ich dann später noch rausfinden. Jedenfalls werden die mit Batterien betrieben und ja, probiere ich aus. Mal gucken, wie da so mein Empfinden ist. Ihr könnt euch, ich glaube, das wird jetzt in diesem Video auch so ein bisschen angeteasert, auf ein paar Videos zur HP Reverb G2 freuen. Wie gesagt, ich habe das Gerät selber noch nie aufgehabt, ausprobiert oder so. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, ein Blindkauf gewesen, aber ich erhoffe mir natürlich einiges von diesem Gerät. Je nachdem, wo ich das dann halt auch selber einsetzen kann. Wie gesagt, da man als Entwickler ab und zu tätig ist, wird das Gerät vielleicht an der einen oder anderen Stelle Ausstellung, vielleicht auch zur Verwendung kommen. Die Controller legen wir jetzt auch erstmal beiseite und gucken uns mal an, was hier in diesem hübschen Karton noch drin ist. Da ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dass die ganze Kabellage drin. Nichts Spannendes. Wir haben hier. Ujo, das ist ja massiger als gedacht. Okay. Erstmal alles kurz beiseite hier. Ich mache jetzt hier meinen ganzen Schreibtisch erstmal richtig zumüllen hier. Einmal das Stromkabel, was wir vorhin auf diesem. Na, mal sehen wir es hier. Was wir dann an die Brille anschließen müssen, damit die Brille eben mit Strom versorgt ist. Dann ein.
recht langes Kabel. Wie gesagt, das Headset ist immer noch kabelgebunden, ist nicht wireless. Es gibt auch keine Wireless-Funktion für dieses VR-Headset, für die HP Reverb G2. Von daher, ja, leider schade. Ich muss sagen, dass mich aktuell bis auf die Guardrails vielleicht von der Valve Index am meisten das Kabel stört. Muss ich wirklich mittlerweile sagen, ich war eigentlich immer lange Verfechter, ja, das geht schon und wenn man das richtig managt, dann passt das auch schon ganz gut. Ich habe jetzt aber immer wieder gemerkt beim VR-Spielen, besonders bei Beat Saber oder sowas, das Kabel stört schon. Von daher, ja, die Zukunft, Leute, ist wireless. Auf jeden Fall im VR-Bereich. Und man kann den ganzen Hardware-Entwicklern immer nur raten, also HP, Valve etc., Leute, fügt euren Brillen immer möglichst kabellose Varianten zu, wenn ihr es könnt. HTC macht's vor, spielt leider nicht damit, aber anderes Thema. Gut, wie gesagt, das ist die ganze Kabellage, das werde ich jetzt hier gleich zusammenfriemeln, das Gerät dann einmal anschließen. Und ja, das war es jetzt soweit erstmal mit dem Unboxing von diesem Gerät. Wie gesagt, ist gar nicht so viel drin. Mich hat jetzt am meisten überrascht. Ich habe natürlich immer vorher ein paar Vergleichswerte gelesen. Habe natürlich auch mit dem einen oder anderen YouTuber auch zu tun. Hier ist noch ein bisschen ja, Handbuchzeug drin. Ist eher unwichtig. Mit dem anderen ein oder anderen VR-YouTuber auch zu tun, der das Gerät schon hat. Und die meint natürlich auch, ja, es ist auf jeden Fall leichter als die Valve Index. Aber, wie gesagt, mich hat jetzt am meisten überrascht, dass das Ding wirklich so leicht ist. Also es ist, ja, es ist leicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Gramm leichter als die Index, aber ich schreibe euch das auch unten in die Videobeschreibung, wenn ihr die Informationen haben wollt. Was noch ganz nice zu wissen ist, man kann dieses Gerät hier magnetisch abnehmen. Ich hoffe, boah, die sind ja echt fest dran, ey, mein lieber Mann. Kann das dann eben entsprechend hier sauber machen, kann die Brille auch gut putzen und klickt das dann hier halt einfach wieder entsprechend dran und hat dann hier diese schöne Halterung. Ne? Ist in der Kamera jetzt. So, also mein lieber Mann, ey, die Magnete sind echt stark. Krass. So, gut, Leute, das war ein kleines improvisiertes Unboxing zur HP Reverb G2. Ich habe echt Bock auf das Ding. Ich bin, wie gesagt, immer noch erstaunt, wie klein und leicht das Ding ist. Das überrascht mich jetzt gerade am meisten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, die zu diesem hübschen Gerät hier kommen. Ich bin gespannt, wie ich das Gerät finden werde. Und ja, ich hoffe nicht, dass ich dieses Gerät wieder zurückschicken muss, sondern behalte und wir das in der einen oder anderen Situation einsetzen können. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben würde mich freuen. Ihr kennt die ganze Misere. Und ja, bis demnächst auf jeden Fall. Haut rein. Peace out.